Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wo ist mein LKW? Ah. Wir spielen ja heute gar nicht Euro Truck Simulator. Das ist ja der Landwirtschaftssimulator. Schön, ein Spiel, von dem ich gar keine Ahnung habe. Nein, doch. Tja, ich habe mal wieder den Landwirtschaftssimulator rausgeholt. Und zwar in der Version, wie ich ihn noch habe. LS15. Ne? Ich weiß, es gibt schon LS17. LS17 ist schon wild. Es gibt LS19. Tja, was soll ich sagen? Hier läuft die Milch und bei mir läuft es halt ein bisschen langsamer mit den aktuellen Spielen. Ne? Ich bin hier mal wieder eingestiegen. Ich habe das ewig nicht mehr gezockt. Iveco 470 V8. Klar, warum auch nicht, ne? DH für dummer Hund oder für Diepholz? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Ich muss mich hier erstmal wieder zurechtfinden. Ich weiß gar nicht, was hier alles so aktuell ist. Ich habe Kühe. Irgendwann habe ich mal mit diesem Spielstand hier aufgehört. Ich weiß gar nicht, was ich hier gemacht habe bis da. Hallo, Bertha. Du brauchst gar... Was? Bist du Muxi, weil ich so lange nicht da war, oder was? Haut's einfach ab, de Bertha. Geht's euch denn gut? Weiß ich auch nicht. Hier ist nichts drin. Lisbeth. Hallo, ich bin's. Kennst mich noch? Lisbeth ist auch anscheinend ein wenig muckschig. Ja, aber gut, ich war längere Zeit nicht hier, deswegen braucht ihr doch nicht alle so muckschig sein mit mir. Geht auch wortlos an mir vorbei. Die Kunhilde. Die Kunhilde, die es liebt, ne? Ja, du warst mir schon immer die Liebste. Und die Fetteste. So, ja. Nachdem wir auch die Kuh erfolgreich beleidigt haben. Wie ging denn das hier alles nochmal? Ach, guck mal, gut, dass das alles oben nochmal angezeigt wird, wie man hier was zu drücken hat. Gott sei Dank, schnell die Tür wieder zu, sonst laufen mir die Kühe weg. Ja, ich muss eigentlich erstmal gucken. Ich hatte jetzt mal so ein bisschen Lust, Landwirtschaftssimulator wieder zu spielen, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was muss ich denn jetzt hier machen? Da läuft die Milch aus dem Milchmax. Das ist gut. Milch aus dem Milchmarkt, ne? Da machen wir also homogenisierte Milch. Die steht schon so lange hier, die ist bestimmt schon schlecht geworden. So lang haltbar ist selbst haltbare Milch nicht. Da bin ich mir sehr sicher. Okay, ein Teleskoplader. Na, guck mal, den haben wir doch gerade erfolgreich erst im Euro Truck Simulator abgeliefert. Ein schöner Liebherr. Teleskoplader. Annahme von Silage. Ach so, das ist meine hauseigene Biogasanlage, ne? Ist auch nichts mehr drin. Mann. Ist ganz schön Larifari hier. Was machen wir denn jetzt? Bringen wir mal die Milch weg, oder was? Da steht ja zweimal Milch. Und das Einzige, was ich ja gut kann, ist ja eigentlich einigermaßen LKW fahren, ne? Oh, der Dampf da. Der V8. Was? Bitte erst die Feststellbremse lösen. Ja. So, habe ich getan. Gut, dass das da alles steht, wie man es machen muss. Ne? Und dann bringen wir jetzt die Milch weg, würde ich sagen. Das ging hier so mit automatischer Aufladen. Bin mir sehr sicher, weil den habe ich mir extra damals geholt, weil das alles so einfach war. Sonst habe ich das immer mit einem Teleskoplader da hinten, glaube ich, gemacht und dann mühsam immer aufgeladen. Das war viel zu anstrengend. Das war viel zu anstrengend. So, Ladegut wählen, Y-Taste. Kuhsaft. Klar. Kuhsaft. Immer gut. So, und jetzt Arbeitsmodus an. Zack, drauf, ne? Der läuft noch voll, weil der war ein Stück rückwärts. So. Immer Lademodus. Arbeitsmodus aus, ne? So. Ich würde sagen, dass, warte mal. Das bringen wir jetzt zur Molkerei. Molkerei. Wir gehören ja auch irgendwelche Felder, aber ich muss erstmal ehrlich gesagt nachgucken, welche. Ich glaube, das.
Da wächst auch was drauf. Es ist grün. Wie ihr seht, ne? Der Bauer Heinrich hat überhaupt keine Ahnung von dem, was hier so abgeht. Woher? Das wächst aber sehr unregelmäßig hier bei mir. So, der Bauer Heinrich ist wieder auf dem Hof. Ne? Ihr dürft jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch ein bisschen mehr vom Bauer Heinrich immer sehen wollt. Keine Sorge, es kommen auch noch ETS-2-Videos. Ne? Also, die wollen wir jetzt nicht vernachlässigen lassen. Aber ich dachte vielleicht ab und zu mal so zwischendurch ein kleines Landwirtschaftssimulator-Video. Oh Gott, ich habe hinten gar kein Kennzeichen. Ich habe nur vorne eins. Ne? Tatsache. Illegal! Ich dachte, wir fahren mal so ein bisschen mit Bauer Heinrich hier vielleicht ein bisschen Landwirtschaft machen. Wenn schon nicht in der aktuellen Form, so in LS19, dann kommen wir hier, ne? Schön. Ich glaube, da war das, ne? Monterrein. Können wir hier im LS15 noch so ein bisschen Unfug treiben. Rudolf. Ich glaube, das ist die Molkerei. Ja, lass du auf! Der Bauer Heinrich ist da! Klar, die haben alle Angst. Oh, guck mal hier, du! Da steht doch noch was. Was steht denn da? Oh, der steht da bestimmt. Oder so war noch nicht besonders viele Butter, ne? Oder der brauchen bestimmt mehr. So, wie geht denn das hier? Ich muss hier rauffahren. Und jetzt? Abladen. Es ist doch alles einfach. Es ist doch kein Problem. Das schaffe ich ja sogar. Ich mache das Tor wieder auf. Ich will zurück zum Hof. Noch einen kleinen Kühl auf dem Hof trinken. Einen kleinen Weizenkorn. Ja, oder was Bauern halt so machen. Chlor. Kühe ärgern. Und die Kühe sind echt mutschig auf mich. Die Kühe sind echt mutschig auf mich. Was macht ihr denn da? Machen. Die machen auch irgendwas. Toll. Wie ihr seht, ich habe seitdem ich das ewig nicht gespielt habe, auch voll Ahnung, wo hier noch was ist. Ne? Gut, dass ich die Molkerei noch wieder gefunden habe. Das ist eindeutig eins unserer Felder. Eindeutig. Ja. Oh, ich glaube, ich habe noch welche. Ich stelle mir erstmal ein LKW wieder. Den guten Iveco. VR. Den habe ich auch anscheinend. Gab es hier nicht. Also für alle, die es jetzt genau wissen wollen, also das ist die, warte mal, hier habe ich ihn von, ne Mob, Mob. Ne Mob. Ne Mod Map. Ne Mob. Eine Mod Map. Ich glaube, das ist die Map Ahrensfelde. Genau. Ahrensfelde. Ich glaube, meine Kühe haben genug zu fressen. Das habe ich irgendwann mal alles voll gemacht. Das läuft. Wenn das da so läuft, könnte ich jetzt schon mal nur... Das läuft so gut. Ich könnte glatt aufs Klo gehen. Hä? Oh, guck mal, Schafe. Ich habe auch Schafe. Dolles Ding. Kuckuck. Habt ihr es gesehen, wie elegant ich darüber gesprungen bin? Na du? Hallo? Ich war schon lange nicht mehr hier. Kennst du mich noch? Hm. Anscheinend, nee. Aber wenigstens ist es nicht muckschig und läuft weg. So, nochmal rüber flanken. Haha! Gott, bin ich ein sportlicher Bauer. Ja, also ich glaube, wir haben davon genug, davon weniger, davon haben wir anscheinend ganz viel. Was haben wir noch? Wir haben eine Anzeigetafel. Stroh. Stroh ist doch das da, oder? Stroh. Null. Kann mal einer den Elektriker rufen? Ich glaube, meine Anzeigetafel ist kaputt. Grasheu. Da. Ja. Silage. Ja. Mischfutter. Mischfutter haben wir auch. Okay.
Häckselgut, nö. Rübenschnitzel, nö. Holzschnitzel, Hammer. Kartoffeln auch. Und Zuckerrüben. Also eigentlich haben wir ja alles. Inklusive eine kaputten Anzeigentafel. So, wollen wir mal gucken, ne? Wollen wir hier mal... Warte mal, wie ging denn das? Guck mal, hier, Felder. Das haben wir gesehen. Eins ist erntereif. Ja. Vier gehört uns auch. Was haben wir denn da drauf? Das ist ja gar nicht. Und zwei. Zwei gehört uns auch schon. Ich bin ja ein Großbauer hier in Arnsfelde. Warte mal, da gehe ich ja gleich viel lässiger. Da gehen wir ja gleich mal wie John Wayne. Ich würde sagen, wenn auf dem einen Feld da jetzt nichts drauf ist, dann fahren wir da gleich mal hin mit unserem Träger. Und dann kommt auch mal ein bisschen was drauf. Ich weiß noch nicht was. Also hier habe ich gesehen, das eine sah aus, also da auf den Feldern, das eine sah aus wie Mais und das andere wie irgendwas. Guck mal, da stehen auch noch Paletten drin. Toll, was ich hier alles habe. Ernsthaft? Oh, guck mal, einen dreckigen Traktor habe ich auch. Nicht nur einen. Oh, da hinten steht noch einer. Sag doch, ich bin gottverdammter Großbauer hier in Arnsfelde. Das ist so typisch der Bauer Helmut. Alles dreckig zurücklassen. Das ist so typisch. Das ist so typisch. Hier auch. So fahren wir nicht aufs Feld. Das steht mal fest. So nicht. Als letztes habe ich wohl mal irgendwann Mais gesehen. Gott. Fährt sich ja wie auf Schmierseife. Hier, wusste ich. Da ist ein Waschgerät. An manche Dinge erinnert man sich doch. Brrr, Fury, brrr. So, ach ne, Pferde gibt's ja gar nicht, ne? Pferde hat ja nur Blue Eyes Micha im LS19. Ich habe hier keine Pferde. So, Hochdruckreiniger einschalten. Gib mir her. Hier. So geht das auch nicht, ne? Wohl nicht der dreckigste Bauer hier in Arnsfelde. Das geht ja nicht mehr gar nicht. Mal ordentlich sauber machen hier, bevor wir damit aufs Feld fahren und alles wieder dreckig machen. Klar. Mensch. Guck mal, der Dreck der Jahrhunderte, der geht ja schon gar nicht mehr richtig ab. Halleluja. So, unglaublich. Hier vorne auch alles dreckig. Mann, erstmal alles schön sauber machen, bevor wir hier in die nächste Folge starten, ne? Also, falls ihr wollt, ne? Das kommt jetzt drauf an. Was ihr so in die Kommentare schreibt, so, ich glaube, der ist erstmal sauber. Ja. Aus. So. Ja. So sieht doch erstmal gut aus, ne? Tja. Wenn ihr mehr sehen wollt vom Landwirtschaftssimulator, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich blende euch hier jetzt erstmal wieder ein kleines Video ein, falls der eine oder andere so einen kleinen Videovorschlag nochmal sehen möchte und sich sagt, okay, das nächste Video möchte ich mir auch gerne angucken. Ansonsten, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Liked es, kommentiert, abonniert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.